In der heutigen Folge tauschen wir die 12-Volt-Batterie bei unserem Twizy aus. Willkommen bei Twisma, dem Kanal, wenn es um den Twizy geht und die Elektromobilität. Ja, heute wollen wir mal die 12-Volt-Batterie austauschen. In der Inspektionsanleitung steht, dass man nach 5 Jahren die Batterie austauscht. Warum man die austauschen sollte, das erkläre ich euch gleich. Und jetzt müssen wir die erstmal suchen. Die ist ja hier irgendwo versteckt. Zunächst bringen wir den Twizy erstmal auf die richtige Arbeitshöhe. Die 12-Volt-Batterie befindet sich hier hinter dieser Abdeckung. Bei einigen Twizys sind hier noch irgendwelche Klipse versteckt. Ich glaube hier. Die habe ich aber nicht mehr. Das hängt, glaube ich, mit dem Baujahr zusammen. Unter dem Wagenboden haben wir hier und hier eine Schraube. Die müssen wir beide rausdrehen. Jetzt können wir die Verkleidung abnehmen. Hier bei dem Twizy müssen wir aufpassen. Der hat hier 4 Parksensoren. Und da sind diese Parksensoren an ein Kabel angeschlossen, was ich leider nicht abmachen kann. Deshalb muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe hier aber 2 Fangbänder montiert, damit nichts passiert. Da ist sie, ich habe sie gefunden. Als erstes klemmen wir die Masseleitung von der Batterie ab. Die Masseleitung ist ein bisschen versteckt. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Hier ist so eine Abdeckung und diese Abdeckung, da zieht ihr einfach nur beherzt dran. Ich brauche da 2 Hände für, sonst geht's nicht. Warte mal. So, und dann sieht man hier hinter einen 30er Torx und den müsst ihr lösen und dann hier diese Masseleitung erstmal abklemmen. Die Schraube abmachen und bei der Masseleitung braucht ihr keine Angst zu haben, dass ihr irgendwie an die Karosserie kommt. Da passiert nichts. Jetzt lösen wir diese Abdeckung hier. Da braucht ihr 10er Nuss oder einen 10er Schlüssel. Und da gibt es links und rechts jeweils eine Schraube. Hier die eine Schraube. Und hier ist die andere Schraube. Super, Schraube runtergefallen. Dann könnt ihr die Abdeckung abnehmen. Beim Twizy gibt es 2 verschiedene Steuergeräte. Die ersten Steuergeräte, die noch mit 2,2 kW geladen haben, die haben, soweit ich weiß, die 12-Volt-Batterie nicht nachgeladen, sondern das passierte erst, wenn der Wagen an der Steckdose angeschlossen war, dann wurde erst die 12-Volt-Batterie geladen. Bei den Ladegeräten danach, die nur noch 2 kW geladen haben, da hat man das ein bisschen geändert. Da wird diese 12-Volt-Batterie immer wieder zwischendurch von der 60-Volt-Batterie, von der Fahrbatterie, gespeist. Das ist, glaube ich, alle 30 Minuten für eine bestimmte Zeit. Das heißt also, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Ihr habt 30 Minuten Zeit für die Reparatur oder halt ihr isoliert das vernünftig. Ich würde das Letztere machen, Zündschlüssel also abziehen. Zündschlüssel ist cool, was ein Blödsinn. Den Schlüssel aus dem Schloss oben abziehen und dann, wenn man die Schraube hier gelöst hat, einfach irgendwas drüber stülpen über die Leitung, was isoliert und nirgendwo an irgendein Metallteil kommen, ist wichtig. Das machen wir jetzt mal. Hier abschrauben. So. Leitung festhalten. Abmachen und jetzt irgendwas drüber stülpen. Ich nehme da einfach einen alten Gummihandschuh, der das Ganze isoliert und dann drehen wir das einfach weg. So. Und jetzt entnehmen wir die Batterie. Dabei müsst ihr vorsichtig sein, dass sie hier mit nirgendwo dran kommen. Rausziehen. Da haben wir sie.
und siehe da, die Batterie ist noch nicht aufgebläht. Kann man vielleicht hier so gerade eben erkennen. Die ist noch gut, aber der Trick ist ja, vorher wechseln. Wem die Hupe im Innenraum immer viel zu laut ist, kein Wunder. Die ist auf die Batterie gerichtet, die ist nämlich genau dahinter. Und dann strahlt der Schall wieder zurück in den Innenraum. Wirklich schlaue Konstruktion. So, während der Kompressor nachlädt, machen wir mal schnell eine Bestandsaufnahme. Hier ist die Abdeckung. Die beiden Schrauben, die hier durch waren, habe ich mit einem 10er Nuss, habe ich die entsprechend lose gekriegt. Dann hier die Batterie. Das ist eine 12 Volt 14 Ampere Batterie. Und die habe ich losgeschraubt mit dem 80er Torx. Und das sind hier diese beiden Schrauben, die hier durch die Batteriepole waren. Wie ihr seht, die Batteriepole sind nicht wie bei anderen Batterien. Die sind hier in so Laschen angebracht. Da schauen wir gleich erstmal, wie die Ersatzbatterie aussieht. Ja, hier seht ihr, die Batterien haben die gleichen Abmessungen, aber andere Anschlüsse. Das liegt daran, weil ich keine Original-Renault-Batterie gekauft habe, sondern ich habe aus dem Zubehör eine gekauft, die deutlich günstiger ist. Die kostet nur ein Viertel. Ich habe, glaube ich, hier 35 Euro bezahlt und ich meine, dass die Renault-Batterie irgendwie so 120, 130 Euro kostet. Heißt also, da kann man wirklich Geld sparen, aber die hat halt andere Anschlüsse. Da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, dass wir die auch da anschließen können. Die Abdeckung. Das ist hier die Original-Renault-Batterie. Da hatten wir ja zuerst die Masse gelöst und dann konnten wir die Abdeckung abmachen. Und dann haben wir hier den Pluspol gelöst. Das ist im Grunde genau das gleiche wie bei dieser Batterie. Da haben wir auch hier den Pluspol, hier den Minuspol. Und die Abdeckung passt hier auch wunderbar drauf. Und wir können hier auch irgendwas machen, dass wir hier dran kommen. Ich habe jetzt hier von einem alten Herd so ein Blech gefunden. Das eignet sich ganz hervorragend für eine Halterung. Endlich kommt mal wieder grobes Werkzeug zum Einsatz. Da freue ich mich drauf. Winkel Nummer 1. So, da haben wir unsere beiden Winkel und wir haben sogar schon ein Loch drin. Das passt, das habe ich eben schon gemessen. Jetzt müssen wir aber noch auf die kurze Seite ein Loch bohren. Und hier haben wir schon wieder unser Spezialwerkzeug, was wir für nahezu jede Reparatur offensichtlich brauchen. So, schrauben wir das mal zusammen. Hier habe ich das schon vorbereitet. Bisschen Batteriepolfett drauf. Das kann nie schaden. Ja, zack. Hier ein bisschen drauf. Ja. Schraube wäre auch gut. Und dann nur draufsetzen. Und ordentlich festschrauben. Jetzt seht ihr, das sieht genauso aus wie hier bei der Batterie. Wichtig ist, dass die beiden Winkel nach hinten stehen. Der Einbau erfolgt natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge. Das ist nicht so schlimm, wenn ihr hier mit diesen beiden Polen gleichzeitig dran kommt, weil das ist wirklich nur Plastik. Da kann also überhaupt nichts passieren. So,
Rein mit der Batterie. Zack, in die Halterung. Passt. So, jetzt schrauben wir die Batteriepole wieder an. Kommt mal ein bisschen näher. Ja, man sieht da besser. Also Handschuhe abmachen hier. Die Schraube schon mal hinlegen. So, jetzt müsst ihr extrem vorsichtig sein, dass ihr hier nirgendwo ans Metall kommt. Hier ist der Pluspol von der Batterie. So, und jetzt schrauben wir einfach die Schraube hier wieder durch. Dahinter ist eine Mutter an dem Kabel. Jetzt schrauben wir das einfach fest. Ich habe wieder ein bisschen Batteriepulverfett dran gemacht. So, gut festziehen. Das wäre Nummer 1. So, und jetzt stülpen wir im Prinzip da die Abdeckung erstmal drüber. So, dann macht er die Abdeckung wieder drauf und schraubt die erstmal fest. Der Minuspol ist noch nicht dran. Also erstmal Abdeckung dran machen. Andere Seite nicht vergessen. Da hat man natürlich maximal viel Platz. Und das Tolle ist, wenn man es auf der Straße macht, liegt man auch noch vor dem Auto. Das ist besonders angenehm. Zum Schluss müsst ihr dann noch den Minuspol anschrauben. Eben die Schraube holen. So. Das funkt, wenn ihr das dran macht. Ich zeige euch das mal. Man hört da drinnen auch ein Relais klacken. Und dann schraubt ihr einfach die Schraube durch. So. Dann macht er den Deckel drauf. Baut den Rest noch zusammen, Klappe zu, fertig. Ja, das war's von meiner Seite. War ja nicht schwierig im Prinzip. Wo ihr ein bisschen darauf achten müsst, ist, dass man die Winkel nicht zu lang macht, sonst passt die Abdeckung nicht drauf. Das ist also eine ganz knappe Geschichte. Aber das werdet ihr schon sehen. Die Winkel müssen wirklich auf der Batterie möglichst niedrig angebracht sein, weil die Batterie, halt, die ich jetzt hier verbaut habe, 2 mm höher ist als die andere. Und das ist wirklich sehr eng. Da müsst ihr drauf Acht geben. So, ich wünsche euch noch was. Tschüss.